Hallo, meine Lieben. Ja, da ist er, mein Erin Condren. Schon seit 2 Wochen verwaist, sozusagen, weil ich ja kaum, dass mein Personal Planner fertig war, bin ich gleich einmal umgezogen, weil ich mir einfach gedacht habe, na, ich sehe keinen Grund, jetzt noch eine Woche länger da drinnen zu bleiben. Es verbessert die Situation in keinster Weise. Und wenn ich sage, es verbessert die Situation in keinster Weise, dann meine ich nicht, dass es eine Katastrophe war, da drinnen zu planen. Aber das Thema war einfach, also wenn ich da jetzt einmal ganz kurz, so bis daher, gell, der ganze Platz da ist leer. Ich hätte auf diesem Platz, also vielleicht, wenn ich jetzt die Woche noch gebraucht hätte, hätte ich eins, zwei, so, hätte ich die Seiten noch verbraucht. Wobei wahrscheinlich Samstag wäre ich schon umgezogen gewesen, aber sagen wir mal, die hätte ich noch verbraucht. Das heißt, von da bis da weg wäre dieses Buch leer geblieben, weil der Februar da keinen Platz gehabt hätte. Und dementsprechend war es für mich dann einfach auch schon wurscht, ob die Seiten jetzt auch noch leer sind. Ja? Und habe dann einfach beschlossen, ich ziehe gleich um. Da hinten habe ich noch Wunschlisten gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, du hast genug Platz, jetzt machst Wunschlisten. Das war meine Coffee Monsters Bestellung, die ich eben im Jänner aufgegeben habe. Also das war so meine Retail Therapy, über die ich schon irgendwann einmal erzählt habe, weil es mir so schlecht gegangen ist und weil ich so krank war. Das ist noch meine Wunschliste für Tim Holz von den Releases, die jetzt eben so im Laufe der Zeit kommen, von Stampers Anonymous und von Sizzix. Die darf ich halt einfach nicht vergessen oder sonst kaufe ich einfach das, was mir halt gefällt, während ich durchscroll. Dass ich alles kriege, ist eh nicht sehr wahrscheinlich. Aber however, ich wollte euch dann definitiv zeigen. Ich weiß nicht mehr, wann ich jetzt das letzte Flip-Through eigentlich so recht gemacht habe und was ich euch schon alles gezeigt habe. Die Startseite haben wir auf jeden Fall gesehen. Das ist die Simplify-Seite, von der ich jetzt auch im letzten Video gesprochen habe. Also Geheimnis, ich habe jetzt gerade das Ziele-Video gedreht und in dem habe ich ja gesagt, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe, weil das eben in dem Planer ist und ich ab Mitte Jänner eigentlich gedanklich da nicht mehr drinnen war. Ja? Dementsprechend habe ich mich damit jetzt hier nicht beschäftigt und werde diese Seite in den Erin Condren, also in den Binder, verschieben. Dann ist das diese wahnsinnig mühselige Monatsübersicht, die mir jetzt so am Ende gar nicht so schlecht gefällt. Ich habe sie dann noch ergänzt mit ein paar Mumin-Sticker, die ich ja auch noch hatte und bin jetzt eigentlich sehr zufrieden. Also ich wollte ja keine zusätzliche Farbe reinbringen, weil das Blau da oben ja eben sehr dominant ist. Ja, und das ist mir dann, glaube ich, ganz gut gelungen und jetzt mag ich die Seite eigentlich recht gern. Aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr froh, dass ich keine Monatsübersicht mehr zeichnen muss. Das ist die To-Do-Liste nach dem Monthly Review. Also dementsprechend, ich kann euch nicht sagen, welche Pfeile ich wann gezeichnet habe. Ich kann mich manchmal nicht entscheiden, ob ich so einen Pfeil mache oder so einen Pfeil. Ist aber im Prinzip auch egal. Das ist der Wellness-Log von Jänner jetzt. Ja, also kann ich jetzt zu schnell nichts analysieren. Das, was einfach total krass ist, wenn ihr seht, was da alles an Orange ist, das ist alles Sonnenschein und alles, was grün ist, ist leicht bewölkt. Wir haben seit vor Weihnachten eigentlich kaum einen Niederschlag. Also da hat es einmal geschneit und da hat es einmal geregnet und das war's, ja. Und das Regnen ist eher eine mäßige Geschichte gewesen. Also nicht, dass es jetzt so ein paar Tage durch wenigstens halbwegs geregnet hätte. Nein. Ja, also das mit dem Wetter ist im Augenblick ja ein Trauerspiel. Es vertrocknet alles und ist ein bisschen unlustig. Da hat es einmal einen Mega-Anstieg vom Luftdruck gegeben. Auf 49 waren wir überhaupt noch nie. Also das hat mich regelrecht schockiert. Dann habe ich es dazu geschrieben, weil mir gedacht habe, da 40 plus. Ich glaube, bis 43 war das Maximale, was ich bis jetzt jemals gehabt habe, seit ich den Luftdruck anschaue. Ja? Und 49, Bums, ja.
hat mich dann schon sehr schockiert. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, dass es dann doch von 49 relativ zackig, da ist es auf knapp 5, also irgendwo zwischen 5 und 10 runtergegangen. Ja? Also das ist schon wieder ein massiver Abfall. Und dann ist es eben wieder leicht nach oben gegangen. Und wie gesagt, am Sonntag bin ich dann mit Kopfschmerzen wieder da niedergelegen. Es ist so typisch. Also zuerst hoch, dann geht es runter und dann steigt er wieder. Und zwar eben dieser massive Abfall und dann steigt es und dann kriege ich Kopfweh. Also das ist mir jetzt schon so oft so aufgefallen. Aber du kannst halt gegen Luftdruck irgendwie schwer was machen. Gut, ja, und sonst passt eigentlich soweit alles ganz gut. Ich habe jetzt natürlich wieder einen neuen Key machen müssen, weil im Personal passt mir der jetzt natürlich nicht rein. Daher bleibt der derweil mal da drinnen. Gut, die Seite habe ich euch ziemlich sicher schon gezeigt. Das war eben, nachdem diese mühselige Monatsübersicht war, dann wollte ich da nicht mehr Großartiges was machen. Das war dann eine wunderschöne Simple Stories und the Reset Girl Wochenübersicht. Also bin ich wieder sehr glücklich damit. Es gefällt mir sehr gut. Und das Layout hat mir eben sehr gut gefallen, mit einfach nur Striche zeichnen. Bin ich zwar sehr mintig geworden, aber trotzdem hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich dann irgendwie in einem Anfall von Wahnsinn, da ist mir das noch nicht so bewusst gewesen, dass ich eigentlich gar nicht so lange in diesem Notizbuch sein werde, eben so eine Inbox-Seite mir angelegt. Und zwar habe ich eine tatsächlich physische Inbox. Ja? Das ist eine Schublade, da kommen die Sachen rein. Und dann sind sie weg. Und ich schaue zwar schon immer so halbwegs rein, aber ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wenn ihr Plan with Me's macht, dass ich dann sage, Inbox, da ist nichts drin. Weil ich mir einfach einbilde, ich habe da nie was reingetan. Ja? Und deswegen habe ich das jetzt dann quasi gemacht, damit ich einen Platz habe. Ich habe extra einen Tab fix montiert da drinnen, damit ich einen Platz habe, wo ich das auch reinschreibe, nämlich gerade diese Sachen, wo was zu tun ist. Ja, nur irgendwie war ich halt gedanklich weit entfernt davon, wie lang dieses Notizbuch halten wird. Und die Doppelseite war diesbezüglich etwas übertrieben. Aber hübsch ist sie. Ich finde sie auf jeden Fall sehr hübsch. Ja, da sind wir dann sehr vintage unterwegs gewesen. Also so vintage war ich überhaupt noch nie. Und ich glaube, ich habe es zwar versucht, so vintage zu sein, aber es ist mir, glaube ich, noch nie so gut gelungen. Also es ist immer noch nicht so, wie ich es bei anderen sehe. Und man denkt, oh, voll cool, das geht ja gern. Das ist es nicht. Aber ich finde es hübsch. Also ich habe einfach einmal Washi wieder eingesetzt, das ich schon seit Ewigkeiten habe und nie genutzt habe, das da oben ist ähnlich. Und meine erste Linus-Bots-Bestellung ist eben auch gekommen. Ich habe gefunden, die Mrs. Washbär, Mrs. Raccoon, Mrs. Washbär. Die Mrs. Raccoon hat da halt sehr gut dazu gepasst und deswegen sitzt sie da. Und ich habe alles Mögliche eingesetzt. Stempel habe ich eingesetzt, Schablonen habe ich eingesetzt, Distress Ink. Also wirklich, das Notizbuch selbst vom Papier ist eine Sensation. Also die Distress Ink, da habe ich mit den Fingern ein bisschen gepatzt. Aber da, wo ich sie tatsächlich eingesetzt habe, das Braun zum Beispiel, das ist da, man sieht nichts. Ja? Also es ist wirklich gut geeignet für solche Späße. Es ist echt einfach schade, dass das Dot Grid so groß ist und damit eine immense Platzverschwendung darstellt, weil ich kriege jetzt in meinen Pocket-Seiten schon fast mehr unter als da. Also nur fast. Ich kriege nicht wirklich 2 Tage auf a Seiten. Das schaffe ich nicht. Aber eben, weil ich sehr große Dekorationen auch einsetze. Also es passt dann schon. Ja, also wie gesagt, vom Papier ist es super und dass es weiß ist, taugt mir und alles klasse. Aber wie gesagt, dieses riesige Dot Grid, das macht mich ganz fertig. Und ja, insgesamt hat es dann durchaus auch weniger Seiten. Und wenn ich mir bewusst gewesen wäre, dass das so wenig Seiten sind und ich quasi jetzt davon ausgehe, okay, ja, 3 Monate werde ich schaffen, dann wäre ich möglicherweise auch nicht so enttäuscht. Aber irgendwie habe ich mich in dem Notizbuch jetzt ewig gesehen und das war einfach echt dieses Hobonichi, wo du einfach ein Jahr drinnen bleiben kannst, wenn du willst. Und das hat mir so taugt und ich wäre in dem halt wahrscheinlich auch gern
einfach länger geblieben. Gell? Aber ja, wenn ihn dann nur ein halbes Monat unterbringen, dann nicht. Okay, da habe ich dann wieder, eben weil man das so gedacht hat, dass ich da mit Distress Income arbeiten kann, habe ich das da gleich abprobiert mit einem, ja, so ein Schottenmuster-Dingsbums, Schablonen-Dingsi von Tim Holz. Und das habe ich da oben auch eingesetzt, dann habe ich ein bisschen gebatzt, aber das ist halt einfach so, dieses schöne Washi noch eingesetzt. Und schon ist wieder so eine Wochenübersicht fertig, die hübsch ausschaut, finde ich, und praktisch ist. Da war ich dann auch wieder so ein bisschen im minimalistischen Stil unterwegs, weil da habe ich mich daran erinnert, dass sie im Pilot-Bullet Journal eben einfach einmal nur so Washi als Header verwendet habe. Nur das Einzige, was damals war, das war kariertes Washi. Auf dem habe ich einfach schöner schreiben können als auf dem gepunkteten Washi. Aber ich finde die Woche jetzt trotzdem irgendwie, also die Doppelseite jetzt trotzdem ganz witzig und habe auch versucht, eben mit den Farben dazu zu arbeiten, dass es eben da nur blau, da nur gelb und so. Ja, war ganz witzig. Kopfweh, schon wieder. Ich sage euch was. Was habe ich denn da eigentlich gehabt? Weiß ich gar nicht. Aber ich habe brav geturnt und so. Aber ich glaube, am Abend ist es mir dann einfach. Genau, da haben wir einen Workshop gehabt. Ja, weiß ich schon wieder. Und da war ich dann schon einfach wirklich müde und fertig. Und ja, da hat die Schülerin abgesagt. Das war nicht ich. Aber mir war es so kalt. Also mir war es. Da hat man einfach gemerkt, ich bin nicht wirklich ganz fit. Und es ist mir eben dann am Wochenende eben auch wieder schlecht gegangen. Boah. Und das war aber ein Wetterkopfweh. Also das eben genau da habe ich es eh geschrieben. Da ist alles zusammengekommen. Wetterwechsel und Regelbeginn. Bei abnehmendem Mond, das kann nicht gut gehen. Und das ist ganz, ganz klassisch. Also alle diese Geschichten, wenn die zusammenkommen, ja, dann vergiss es. Und da habe ich dann eben bei meinem Wellness-Tracker das auch so gemacht, dass ich da oben ein Sternchen gemacht habe. Und wenn da oben ein Sternchen ist, dann weiß ich, dass es auf der Tagesseite ja Zusatzinfo gibt. Das gibt es am 8. auch und am 23. dann eben auch noch einmal. Weil ich ja nicht mehr Journaling zum Wellness-Tracker dazu betreibe, habe ich mir aber gedacht, das ist vielleicht trotzdem durchaus sinnvoll, dass man hin und wieder trotzdem was aufschreiben kann und im Zweifel eben noch schaut, was gewesen ist. Ja? Also vor allem, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich weiß, woran es gelegen hat. Ja? Ja, sonst diese Seitengeschichtgestaltung hat mir auch sehr gut gefallen. Die Klammern, die kommen eh demnächst auf den Blog, weil fertig sind sie ja schon und ich möchte sie ja bald online stellen, aber bin ich halt noch nicht dazu gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir das so, wie wenn da so Zettel hängen täten und da steht das Datum drauf und das war es dann eigentlich schon. Also viel mehr musste ich da nicht machen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich. Mir sind im Büro die Tageslisten abgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ich arbeite immer wieder so im Büro und dann aber auch zu Hause. Und dass ich quasi weiß, was zu tun ist. Ich könnte das Bullet Journal mitnehmen und quasi meine Tageslisten dann da drinnen auch haben. Das habe ich genau einmal gemacht, dann nimmer, weil das ist irgendwie unsinnig gewesen. Jetzt habe ich einen On-the-Go-Planer, dann nehme ich das Bullet Journal, das sowieso für daheim gedacht ist und nie mitgenommen werden soll. Jetzt nehme ich das mit. Das ist mir dann irgendwann zu doof vorkommen. Ja? Da habe ich jetzt mittlerweile im Arbeitsbujo eine bessere Lösung gefunden. Aber ich habe es zumindest einmal ausprobiert. War ganz witzig und immerhin habe ich die Sachen alle gemacht. Haha. Ja. Da habe ich zum Beispiel nicht gelesen, aber klar, wenn es mir so schlecht geht, werde ich nicht lesen. Also meistens hat es dann Gründe dafür gegeben, warum ich nicht gemacht habe, was ich gedacht habe. Ja? Also brav geturnt und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann krank war, habe ich natürlich gewisse Sachen nicht gemacht. Jo, das war dann jetzt die letzte Woche, die ich da drinnen verbracht habe. Da habe ich dann eben auch bei Amazon in meiner Retail-Therapy-Situation ein Washi gekauft. Also nicht nur eines, sondern gleich so setmäßig. Es hat subtile Folieneffekte dabei, aber ist aushaltbar. Nichts glitzert und glänzt zu sehr. Und ja, da habe ich dann eben eine Kombination aus Braun und Schwarz mehr oder minder gemacht und ist eigentlich eine sehr, sehr hübsche Woche. Also es ist sehr schlicht, aber hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
Und ja. Ja, und da ist man beim Wühlen wieder in meinen ganzen Sachen, weil man das ja so macht, habe ich dann da wieder solche Washi-Streifen aus der Flow, aus einem Book for Paper Lovers, wieder gefunden und habe mich auch wieder an einen Spread erinnert, den ich gemacht habe im Pilot Bullet Journal. Da habe ich eben auch von der Flow solche Streifen auf der Seite gemacht und dazwischen mit ja, eigentlich nur schwarz-weiß dann gearbeitet, aber da habe ich mich halt sehr in rosa und hellblau gehalten. Ja, das haben wir dann meine Wassersticker ausgegangen. Da habe ich dann angefangen mit einem Happy Planner Stempel zu stempeln und seitdem stempel ich jetzt eigentlich mit dem. Ja, passt da, gell? Ja, und das sind Sticker aus einem, ich glaube, von online sind diese Bücher, wo man eben Bujo-Sticker oder eben auch Zeichenvorlagen und so weiter. Also es gibt zumindest zwei oder drei solche Stickerbücher und das hat ganz gut farblich dazu gepasst, haben wir gedacht. Ja, passt. Und genau, da habe ich dann eben auch vom 23., das war Donnerstag, eben als Sternchen, alles tut weh und kalt. Und dann war ich am nächsten Tag auch tatsächlich krank, krank und zwar krank, ja. Also ich war noch nie so viel krank wie in dem Jänner. Also Migräne habe ich im besten Fall einmal gehabt. Das war eben dieser Samstag. Dann habe ich aber mindestens zweimal Kopfschmerzen aus anderen Gründen gehabt. Einmal eben wegen dieser Terpentinattacke und dann einfach weil über ja, einfach ein sehr anstrengender Tag, sagen wir mal so. Und dann eben am Abend die Kopfschmerzen. Dann habe ich aber gleich mal nach Silvester war ich krank, dass ich nicht nach Blumau habe fahren können. Und da war ich dann noch einmal krank mit Gliederschmerzen und allem drum und dran. Fieber habe ich keins gehabt, glaube ich. Aber bist du Depper, ist es mir schlecht gegangen. Also, bleh. Und deswegen danke, na, ich, das mit krank sein, das brauche ich nicht, gell? Also das können andere Leute gern machen. Und diese Geschichte mit, dass man sich denkt, ah, wie klasse muss das sein, krank sein, kannst den ganzen Tag auf der Couch liegen und Fernsehen schauen, Schnecke. So ist es nicht. Ja, das sind Wunschträume, aber die schauen so leider nicht aus. However, jedenfalls war ich da krank. Da habe ich mir dann mein Austrian Superheroes Abo aufgeschrieben, weil ich nämlich noch nichts erneuert habe. Habe dann aber beschlossen, dass ich mir lieber einen Reminder für einen Dezember oder sowas setze und den Sammelband für dieses Jahr kaufe. Ja? Weil ich bin sowieso draufgekommen, ich lese die Sachen lieber alle am Stück und warte nicht gern, bis dann ein, zwei Monate später das nächste Heft rauskommt. Und dementsprechend kaufe ich lieber den Sammelband. Und es ist immer wieder so, dass ein oder zwei Hefte pro Jahr entweder verschwinden, nicht kommen oder ich sie versehentlich bei der Post wegschmeiße, gell, weil sie dann mitten in der Werbung drinnen sind. Das kann alles sein. Gell. Also ich will niemandem irgendwas unterstellen. Aber wie gesagt, es fehlen mir dann immer ein, zwei Hefte pro Jahr. Und dann muss ich sie nachbestellen, das zipft mir an. Dann lieber gleich den Sammelband. Dann ist alles gut. Ja, und da wollte ich einfach nur diese Hausstempel einsetzen, die ich glaube ich von Karabell habe. Das Stempelbild ist mir nicht gut gelungen, was man jetzt aber gar nicht mehr so sieht. Ich bin nämlich draufgekommen, das ist gar nicht so schwer, zumindest so zu tun, als wenn das Teil des Stempels wäre. Ja, mit einem ganz dünnen schwarzen Feinliner, dann einfach ein paar Linien noch nachziehen, dass es so ausschaut, wie wenn es jetzt fertig wäre. Da oben zum Beispiel hat relativ viel gefehlt. Das Fenster hat fast zur Gänze gefehlt. Aber in Wirklichkeit, wenn man nicht weiß, dass es so ist, denkt man, das gehört so. Und das passt dann schon so. Das ist ein Washi, das habe ich in Wien in diesem kleinen, entzückenden Papiergeschäftel in der Nähe von Am Hof gefunden. Und das ist ein Washi, das habe ich aus Italien, aus irgendeinem Geschäftel. Ja, und da bin ich dann eh schon in Richtung Samstag, Sonntag, wo ich dann die Personal Inserts dann auch veröffentlicht habe mit Video und Blogpost. Und das war's. Das ist die Geschichte des Erin Condren. Ja, also wie gesagt, prinzipiell kann ich das Notizbuch empfehlen. Es, also zumindest vom Papier her eine Sensation. Dotgrid wäre super, wenn es anders wäre und wenn die Flagge nicht wäre. Also
Wie gesagt, sie hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört. Man hat gesehen, meistens habe ich sie überklebt und manchmal habe ich sie lassen, weil sie farblich eh dazu gepasst hat. Das Überkleben bzw. Ausweißen war jetzt kein großer Aufwand. Also wenn es drinnen ist, ist es drinnen. Mehr stört mich fast da unten dieses depperte Erin Condren Logo. Was sie sich eigentlich so genau dabei denken, dass sie jede Seite branden, ist mir ein Rätsel. Weil ich meine, ja, ich weiß, dass das ein Erin Condren Dings ist, aber das machen sie fast überall. Ja, was jetzt fast ein bisschen schade ist, ich habe diese Taschen ja eingeklebt und dann habe ich sie in Wahrheit nicht einmal gebraucht, wie ich ihn genutzt habe, weil ich ihn ja dann in einer Hülle drinnen gehabt habe und jetzt sind sie da drin. Siehst du, da ist noch die Washi-Card drinnen. Jetzt sind sie halt da drinnen. Runterkriegen werde ich es nicht mehr. Ist halt so, gell? Aber ja, also wie gesagt, es ist durchaus ein gutes Notizbuch, aber für die Art und Weise, wie ich es verwende, ist es zumindest nur dann gut geeignet, wenn ich nur vorübergehend wo drinnen sein will. Wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, wo ich hin will und man denkt, ja, Bullet Journal, ja, aber wohin und wann und wie und wo, schauen wir mal, die nächsten 2 Monate wird mir schon was einfallen, dann kannst du Erin Condren hernehmen, die drin austoben und dann ist es eh voll. Ja. Gut, aber wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, meine Enttäuschung kommt mehr daher, dass ich jetzt ein Jahr lang in einem und demselben Planer war und mir das jetzt eigentlich einfach zu schnell gegangen ist, dass ich da wieder raus habe müssen. Aber schauen wir, wie lange wir jetzt im Personal bleiben und da ist ja dann, ja, irgendwann auch einmal wieder Flip-Through fällig. Nicht so schnell, weil jetzt bin ich ja erst seit 2 Wochen drinnen, aber lasst es euch gesagt sein, ich habe rechte Freude damit. Gut, dann hoffe ich, dass euch das auch gefallen hat. Vielleicht mögt ihr mal sagen, was euch am besten gefallen hat oder auch nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi, Baba.